Wir sprechen über die Leipziger Erklärung. Es geht um 30 Jahre Mauerfall. Das haben wir auch nicht ganz ohne Grund hier reingenommen. Und zwar, Sie waren zu dem Zeitpunkt 14 Jahre alt. Eine ganz persönliche Frage. Wie erinnern Sie sich an diesen Tag, an diese Zeit? Wir waren als Jugendliche eigentlich diejenigen, die in der jungen Gemeinde als erster Jahrgang waren, bei den Friedensgebeten, haben das miterlebt, wie die Wasserwerfer in den Seitenstraßen standen und haben auf der anderen Seite gemerkt, wie friedlich das alles ist. Also auch der Gang dann durch die Stadt, die Demonstration. Wir haben da nie Angst gehabt vor den Leuten, die da waren, weil das, was da besprochen worden ist, die Kerzen in den Händen, das hat sehr viel Vertrauen bei uns erzeugt. Also das heißt, friedliche Revolution haben Sie auch komplett so wahrgenommen. Das war überhaupt nichts Bedrohliches. Ja, ich finde es vor allen Dingen wichtig, es im Hinblick zu sehen auf das, was heute manchmal so als Montagsdemonstration verkauft wird. Das damals waren Menschen, die haben für Freiheit gestanden, für Pressefreiheit, für Demokratie. Die wollten etwas Gutes. Das waren positive Menschen. Und deswegen sollten wir auch diejenigen, die heute da kommen, manchmal in Dresden bei Pegida, mit diesen so verletzenden, abschätzigen Reden, das ist was ganz anderes. Und wir dürfen nicht zulassen, dass dieses Gedenken, dass diese Form der Montagsdemonstration jetzt okkupiert wird von irgendwelchen anderen Leuten. Das wollen wir alle. Was sagen Sie denn als Bilanz? Welche Bilanz können wir ziehen nach 30 Jahren Mauerfall? Ich will zunächst noch mal klarstellen, ich selbst habe keinerlei Verdienste an der friedlichen Revolution. Das war die ostdeutsche Bevölkerung, die DDR-Bevölkerung, die das im Wesentlichen gemacht hat. Ich habe dann mitgemacht beim Prozess der Wiederherstellung der deutschen Einheit. Das hat mich sehr geprägt. Da denke ich natürlich jetzt drüber nach, 30 Jahre später, was haben wir falsch gemacht. Zunächst aber haben wir ziemlich viel richtig gemacht. Es gab auch in den Schubladen nichts. Ja, im gesamtdeutschen Ministerium wurden die Schubladen aufgemacht. Wie ist denn der Plan für die Wiedervereinigung? Die Schubladen waren leer. Das heißt, es gab keine Idee, wie man es machen könnte. Und dafür haben wir ziemlich viel richtig gemacht. Aber ich will die Frage gar nicht wegreden. Einen Fehler will ich mal nennen. Die Anerkennung der Bildungsabschlüsse. Da hatte die DDR-Regierung, die demokratische DDR-Regierung, im Einigungsvertrag den Vorschlag gemacht, alle Bildungsabschlüsse der DDR werden in Deutschland anerkannt, bis auf Stasi-nahe. Wolfgang Schäuble, die Bundesregierung, hat gesagt, können wir machen. Die westdeutschen Bundesländer haben gesagt, nein, kann doch nicht sein. Wenn wir einen Lehrer aus Niedersachsen noch nicht mal in Bayern anerkennen, dann können wir doch nicht Bildungsabschlüsse aus der DDR anerkennen. Das bedeutet, wir haben Millionen von Menschen gesagt, ihr seid herzlich willkommen in der deutschen Einheit. Aber was euer Abschlusswert ist, das prüfen wir erstmal. Das sind so ein Fehler, der im Nachhinein der hat psychologische Schäden hervorgerufen. Aber vieles andere, zum Beispiel der Mythos, die Treuhand habe die erfolgreiche DDR-Wirtschaft zertrümmert. Ja? Blanker Unsinn. Auch dazu, wenn Sie wollen, eine ganz kurze Geschichte. Ich war beim Einigungsvertrag saß ich zusammen als Ostvertreter mit Westvertretern und wir haben uns darüber gestritten, was mit den Erlösen der Treuhand wird. Geschätzt 150 Milliarden D-Mark. Die Westdeutschen sagten, kriegt der Steuerzahler, die Ostdeutschen sagen, kriegen die Ostdeutschen, die haben das erwirtschaftet. Die Wahrheit ist, es gab das Doppelte an Defizit. Also die Profis aus dem Westen und die Laienspieler aus dem Osten, beide zusammen haben sich total verschätzt, was das DDR-Vermögen der Industrie und so weiter wert war. Und deswegen ist es heute sehr leicht zu sagen, es gab viele Fehler. Es gab ein paar, aber vor allen Dingen auch ganz viele Erfolge. Schauen wir jetzt mal auf heute. Herr Kretschmer, ich höre das auch immer wieder. Die Westdeutschen, die Ostdeutschen und so weiter, neue Bundesländer. Es gibt viele Menschen, die da kein so tolles Gefühl bei haben. Gerade in den ostdeutschen Bundesländern, die dann sagen, naja, aber wir fühlen uns manchmal eben auch so ein bisschen, naja, als Menschen zweiter Klasse genannt. Was kann man dagegen machen und wie nehmen Sie das wahr? Also erst einmal spielt es in meiner Generation und in Ihrer noch viel weniger überhaupt keine Rolle mehr. Ich sehe da auch keine Unterschiede. Natürlich war das 1989, 90 so. Es gab unterschiedliche Erfahrungen und unterschiedliches Erleben. Aber das ist ja nun nach 30 Jahren irgendwie auch durch. Und ich glaube, was wir jetzt erleben, sind politische Parteien, die versuchen, da ihr Spiel zu machen.
immer wieder Dinge da reinzureiben, im Westen zu erzählen, wie undankbar die Ostdeutschen sind und was das alles kostet und wie das alles gar nicht geht und in den neuen Ländern das Gegenteil zu machen. Wir sollten als CDU die Partei sein, die dieses Spiel nicht mitmacht. Wir haben gemeinsame Herausforderungen, jetzt haben wir gerade das Thema Grundrente geklärt, für Ost wie West. Wir haben, als ich noch im Bundestag war, Programme gemacht für Bildung und Forschung, für Regionen, die eine besondere strukturelle Wandlungsprozess durchmachen müssen. Das nutzt dem Ruhrgebiet, das nutzt aber auch den neuen Ländern. Und so müssen wir vorangehen. Mein Eindruck ist, dass wir viel mehr zusammengewachsen sind, dass wir viel mehr erreicht haben, als die Miesepeter uns erzählen wollen. Das Entscheidende ist immer der Blick nach vorn. Wenn man im Rückspiegel lebt, wird man keine gute Zukunft haben. Lass uns nach vorn gehen, Dinge gemeinsam anpacken. Dieser Parteitag mit diesen 500 Anträgen ist für mich so ein wunderbares Beispiel. So viele Ideen, die da gebracht werden für die Zukunft Deutschlands. Und es ist vollkommen irrelevant, von welcher Seite sie kommen. Sie werden auf gleicher Augenhöhe diskutiert, selbstverständlich. Es gibt Meinungsunterschiede, eher auch zwischen CDA und MIT. Da ist nicht die Frage, aus welchem Bundesland sie kommt, sondern aus welcher Vereinigung man kommt. Das ist das Spannende in der heutigen Zeit. Noch eine Frage an Sie. Bei den vergangenen Landtagswahlen Thüringen, Brandenburg, Sachsen hat die CDU Stimmen verloren, noch schlechter abgeschnitten, haben aber SPD und Grüne. Das heißt, welche Rolle kommt denn der CDU zu? Ja, die CDU ist die einzige verbliebene Volkspartei und in den neuen Ländern noch einmal mehr. Wir müssen uns anstrengen, den Rücken gerade machen und eben vernünftige Antworten geben. Wir haben über Klimaschutz auch heute hier gesprochen und das A und O ist, dass das nicht dirigistisch passiert, sondern dass es nach unserer Programmatik marktwirtschaftlich alles passiert, dass wir die ländlichen Regionen, die Lebenswirklichkeit der Menschen akzeptieren. Oder beim Thema Mobilität, es kann doch nicht sein, dass man den Eindruck hat, alle Parteien hätten da die gleiche Meinung, bis auf eine, die völlig irre und durchgeknallt ist. Das ist doch nicht die Realität. Wir haben doch als Union einen ganz anderen Zugang, meine ich, einen marktwirtschaftlichen, einen freiheitlichen, eben nicht auf Staatsdirigismus, auf Verbote zu setzen, sondern auf Innovationen beispielsweise. Das, glaube ich, muss noch etwas stärker deutlich werden in den nächsten 2 Jahren im Regierungshandel. Und dann werden wir auch gute Wahlergebnisse bekommen. Darf ich mal eins sagen, was Gerne. Er nicht sagen kann? Wir müssen natürlich über Programme reden und das hat mich Herr Kretschmer eben gesagt. Und wir müssen gut im Internet sein und alles wahr, brauchen gute Kampagnen und so. Aber letztlich, und das hat er bewiesen, geht es auch um Vertrauen in Menschen. Raus auf die Straße, Auge in Auge, Mensch zu Mensch, da hat er sich die Hacken abgelaufen. Und das war die Basis für Erfolg. Und das, wir können noch so schöne Programme machen, Hochglanzbroschüren, Top-Auftritte, wenn die Menschen nicht uns sehen, mit uns sprechen, wenn wir nicht mit ihnen lachen, wenn wir nicht mit ihnen streiten, dann wird es nichts. Und er hat gezeigt, wie das geht. Ist das denn auch eine Möglichkeit, wo man sagen kann, okay, so wachsen wir nicht nur gefühlt, sondern wirklich richtig zusammen? Oder sind es schon, indem wir miteinander reden, indem wir miteinander sprechen? Was würden Sie sagen, dauert das noch? Sind wir schon so weit? Jetzt wieder bezogen auf Ost-West. Also Michael Kretschmer hat das ja innerhalb Sachsens gemacht, da ging es gar nicht um Ost-West, sondern es gab auch einen gewissen Vertrauensverlust, wettzumachen, und da kam ein junger Ministerpräsident, wo nicht jeder gleich gesagt hat, es ist ja toll, dass der kommt, sondern ist das nicht zu schnell und ist das nicht zu früh und ist der nicht abgewählt in Görlitz und so. Und da hat er gesagt, so, ich rede jetzt mit euch und was wollt ihr und ich will das und das. Und das Ergebnis war Vertrauen gewonnen. Und so müssen wir es, glaube ich, auch zwischen Ost und West machen. Miteinander reden und nicht groß mit Überschriften und Foren und allem drum und dran und Workshops und World Café, wie das alles heißt, sondern ganz von Mensch zu Mensch. Das ist das Beste. Dann danke ich Ihnen für dieses positive Schlusswort. Vielen Dank, Thomas de Maizière. Vielen Dank, Michael Kretschmer.